und herzlich willkommen zu einem neuen Roleplay hier auf der Walchen 2K19. Oh, ich habe eine ganz schön lange Autofahrt hinter mir. Ich bin froh, wenn ich endlich gleich mal an meinem Ziel angekommen bin. So. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf die Stadt. Ich bin jetzt erstmal ein paar Wochen Urlaub machen. Und bin deshalb knappe 10 Stunden unterwegs gewesen. Hier nach Walchen. Bisschen ins schöne österreichische Land. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu meiner Unterkunft. Das Navi ist eingestellt. Nun, wo geht's hier lang? Ganz schön eng hier, die ganze Kiste. Aber so ist es eben im österreichischen Land. Oder ist noch eine Tankstelle. Hier muss ich rechts abbiegen. Appa. Alter, wie eng sind denn die Straßen hier? Hm, mein schönen Audi kaputt hier. Hier könnte man gut mit dem Cabrio hochprügeln, ey. Das wäre mal wieder was. So, ich glaube, der Hof hier muss es sein. Ich sehe nichts. So, hat er hier irgendwo Parkplätze? Ich stelle mich einfach mal da vorne ran. Achso, da ist. Das ist eine Zufahrt. Ein Mist aber auch. So. Hallo? Nee, da ist nichts los. Was ist der denn? Gibt's hier keinen? Hallo? Natürlich. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo, sind Sie der Besitzer hier? Ja, ich bin hier der Besitzer vom Hof. Ja, Sie sind wahrscheinlich der Tourist hier, oder? Ja, genau. Ich komme aus der Stadt. Ich brauche mal ein bisschen Erholung. Ich dachte, da ist so ein abgelegenes Örtchen hier ganz geschickt. Ja. Schickes Häuschen haben Sie hier. Ja. Also, die können ja schon mal ihre Gepäck hier ins Haus räumen. Wohin genau? Ja, hier mal vor die Tür, dann trage ich sie hoch. Ah, das ist ja nett. Ja, Moment kurz. Ja. So. So. Jo. Trage ich ihn das dann mal hoch hier? Ja, ich gehe mal kurz zu so den Kühen hier. Ich möchte ihn mal angucken. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Land. Ja. Locken. Hallo, Tür auf. Oh, da hier das Gepäck von dem neuen Tourist hier. Ja, okay, ja. Tschüss. Dann. Oh, du bist ja ein süßes Ding hier. Jo. Bist du? Okay, du bist so ein milchgebendes Ding. Mhm.
Oh, Euro. Na, 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 na. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Kühen. Ich habe gerade gedacht, Okay. die hat sich gerade umgedreht. Ich dachte, da kann ich gleich mal duschen gehen. Aber sie war lieb, sie ist einfach nur weggegangen. Ja. Ich hätte mal eine ganz wichtige Frage. Ja. Wäre es denn möglich, hier auch irgendwas zu machen, wo man dreckig wird? Ja klar, so arbeiten oder so, da gibt es natürlich Sachen, ja. Wissen Sie, ich bin eigentlich Unternehmensberater. Ja. Und ich sitze den ganzen Tag von früh um 8 bis um 17 Uhr im Büro. Ich muss Ja. immer darauf achten, dass ich nicht dreckig werde. Wenn ich nach Hause komme, oh Gott, dann nervt mich meine Frau schon wieder. Hier, oh, guck mal, ich habe dir die neuen Hemden gebügelt. Es geht mir so auf den Geist. Deshalb, also Ja, wenn ich hier mal also. einfach, die ist ja gerade zum Glück nicht mitgekommen, wenn ich hier mal ein bisschen entspannen möchte, ich glaube, dann wäre es auch ganz gut, wenn ich mal ein bisschen körperlich arbeite und nicht nur hier mit dem Kopf. Ja. Ja, dann würde ich dir vielleicht erstmal hier ein bisschen zeigen, wenn du dich so schon ein bisschen auskennst mit so Landmaschinen und so. Nee, gar nicht. Was ist das? Ja, kann ich dir ja mal schon ein bisschen zeigen, oder? Ja, führen Sie mich einfach mal rum. Oh. So, hier haben wir so einen Futtermischwagen. Da machen wir die Mischration für die Kühe. Da laden wir oben Heu rein, Silage und ein bisschen Stroh. Und dann ja, kommt hier das hier raus, wenn wir das zusammenmischen. Das riecht aber komisch. Das riecht so süß. Was ist denn das? Ja, das ist Mischration. Okay. Ja. Was haben wir sonst noch? Ja, hier hab ich 30 Fleckviehkühe. Was? Fleckvieh? Ja, Fleckviehkühe. Weil die Flecken haben, oder wie? Ja, das sind Fleckvieh, Simmentaler Fleckvieh. Simmentaler Fleckvieh. Ja, da lerne Ja. ich ja was dazu hier fürs Leben. Ja, hier haben sie schon mal ein bisschen Mist Oh, für nee, die nee, Kühe. nee, 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 nee. Das habe ich sonst hier, haben wir noch so einen Düngestreuer, habe ich noch. Sieht gut aus. Ja. Ja, hier haben wir noch Silageballen, ne? Stinkt das, ey. Vom letzten Jahr noch. Silage. Das ist vergorenes Gras oder irgendwie so, gell? Gegärtes Gras. Gegärtes Gras. Ja, okay. Ja. Das ist aber. Ja. Den sollten Sie mal erneuern. Der ist schon ein bisschen kaputt. Ja, das ist schon ein bisschen älter, ja. In welcher Generation machen Sie das hier? Wie in welcher Generation? Na, sind Sie der Erste, der hier den Hof besitzt, oder haben Ihre Eltern Nee, und ich habe schon Großeltern schon? Vorfahren, ja, Vorfahren, ja. Das ist gut, das gefällt mir. Ja. Ja, dann haben wir hier noch einen Strohballen, habe ich letztens eingekauft, weil ich selber habe keinen Acker und kein Mähdrescher und nichts. Deswegen habe ich da mal auf Vorrat gekauft. Ja, und Heu habe ich auch nicht mehr so viel vom letzten Jahr. Da muss ich dann demnächst mal wieder Heu pressen. Ja, okay. Ja. Sonst. Aber ja, hier habe Was ich sonst kostet denn so ein Strohballen? einen Strohballen unten beim Händler, der. Weil die habe ich beim Beikircher gekauft. Beikircher. Das ist Ja. der Händler, oder wie? Ja, ein anderer Händler. Ah, Der okay. was so für Landsachen wie er verkauft halt auch Maisballen, Ah, also ja. Mais-Silageballen und so Sachen und halt Stroh und Heuballen und so Sachen. Hm. Der hat für einen Ballen so um die 700 Euro verlangt. 700. Ja. Also wenn ich länger da bleibe, dann wissen Sie, wo Sie Ihr Stroh einkaufen können. Aber eigentlich will ich jetzt erstmal einen Monat da bleiben. Okay, ja. Und Wäre möglich, ja. dann schauen wir mal weiter. Jo. Vielleicht gefällt es mir hier so gut, dass ich den anderen Job an den Nagel hänge. Aber so viel Gespartes habe ich halt auch nicht. Ja. Für einen Sonst Monat habe ich mir hier reicht's. noch so einen schönen Fliegel, Anhänger. Ui, der hat aber breite Schlappen. Den habe ich erst neu gekauft letztens. Sieht schick aus. Ja. Normal. Wenn man mal Futter einkaufen fährt, Fleck oder Getreidemischung oder sowas für die Kühe oder so, brauche Ah, ich ja. so einen Anhänger, ja. Gut.
Dann, ja. Oh, das ist ja schick. Da haben sie einen beweglichen Basketballkorb. Ja. Der ist ja. Wir haben noch meine. Ich probiere mal. Da habe früher ich noch gespielt, immer. Meine Eltern noch den Hof hatten. Ja, Ja. cool. Ja. So, ja, sonst habe ich hier noch so ein Farmtech Miststreuer. Oh, ja. Der stinkt so wie der Mist draußen. Das, ja. Dann habe ich hier noch so noch einen Steyr-Expert. Die gibt es noch nicht so lange. Die Experts, die gibt es, glaube ich, jetzt ein Jahr erst zu erhalten. Ja, den Okay. habe ich mir dann vor einem Jahr gekauft. Ja, und Sie verdienen, wie verdienen Sie eigentlich Ihr Geld? Durch die Milch von den Kühen. Und das lohnt sich. Im Winter habe ich auch noch, Winterdienst machen. Ah ja, okay. Da kommen wir auch noch später dazu. Wissen Sie, weil ich stelle mir das Ja. immer sehr schwierig vor, damit Geld zu verdienen. Ja, also bei uns bekommt man halt für einen Liter 50 Cent. 50 Cent, ja, das ist ja schon besser, gell? Ja, geht schon. So auf dem Land da. Und sie Ja. verkaufen aber nur lokal, oder? Also hier direkt an die Gemeinde unten. Ich fahre es immer mit, ich habe da drüben ja Milchtank. Mit dem fahre ich es immer vor, morgens um 6 Uhr fahre ich es runter auf die Hauptstraße und da holt es dann das Milchauto ab. Ah ja, okay. Ja. Okay. Ja, habe ich hier noch so einen schönen Quickie-Frontlader dran und ja, Balzang. Das ist für die Ballen, ah ja. Okay. Ja. Für Eieiei, die was ist denn los? Silageballen, dass ich da nicht reinstechen muss. Ja, klar. Ja. Ja, sonst habe ich hier noch so ein Bandreche. Oh Gott, das ist aber auch schon von ihrem Opa, oder? Ja, das ist älter, ja. Was steht da? Oh, das ist aber ölig. Ja, schmierig. Ja, an der Zapfwellen von dran, ja. Sonst quietscht die immer so. Tee. Ja, dann habe ich hier noch so noch ein Nova Alpin Mähwerk, Frontmähwerk. Ja. Interessant. Und Dann das hier noch. Ding? Das ist ein Wender, also Z auch genannt. Mit dem tut man das Gras, wenn man es mäht, wenden und dann zu Heu trocken lassen. Ja. Gut. Ja. Machen Sie das. Oh, Ja. au, haben Sie auch Kälbchen? Oh nö, keine da. Ja, leider jetzt. Letztens hatten wir Blaubelgier hier. Blaubelgier, Kälber. Was ist das? Das sind Blaubelgier. So, Ja. da habe ich Blaubelgier-Samen genommen. Eine Rasse. Ach so, blaue Belgier oder was? Ja. Ja, aber die habe ich verkauft, weil die tue ich auch immer nur bei den Kühen drauf, die halt nicht so gut Milch geben. Tue ich da Blaubelgier drauf und dann verkaufe ich die und bei den guten Kühen da tue ich dann wieder einen Fleckviehsamen drauf. Das heißt, Ja. sie machen hier auch so Babys. Ja, also ich züchte auch dann die kleinen Kälber auf, bis sie Kühe sind und dann behalte ich die ja. Ja. Und dann irgendwann kommt ja vielleicht mal eine ältere Kuh weg und dann gleicht sich's ja wieder so aus. So bleibe ich immer so ungefähr auf den 30 Kühen. Ah ja, okay. So. Gut. Ja, sonst hier drüben bin ich noch von meinem Opa so ein altes Wasserfass, das haben wir auch noch nie hergegeben. Oh ja, die kenne ich, die kenne ich. Ja. Als ich schon mal im Urlaub war, hier in, wo war denn das? Da auf der, das war in Süddeutschland. Da gab es die auch immer. Ja, Die ja. sind, glaube ich, mal in Massen produziert worden. So, ja, kann sein. Hier. Das Schild da drüben ist aber noch ein bisschen älter, oder? Das da oben auf dem Stall. Ja. Ja, das ist schon. Älter, da hat es nur 40 Cent gegeben, ja. Ja, dann kriegen Sie jetzt 10 Cent mehr. Ja, momentan schon, ja. Das ist doch gut. Ja, und dann haben wir hier, das ist das Milchfass, mit dem fahre ich dann jeden Tag die Milch runter. Ja, und dann nehme ich hier noch ein Güllefass, ein Bakutek-Güllefass. Oh. Lassen Sie mich mal da. Ja, die Gülle unten. Ja, puh. Ich riech's. Ja. Wie halten Sie das eigentlich aus?
Also ich bin das von klein auf eigentlich gewohnt. Okay. Ja, ich guck mal, wie ich mich in dem Monat dran gewöhne. Wenn ich mich nicht daran gewöhne, dann reiße ich vorher ab. Ja, dann habe ich hier noch ein Chip-Auto. Oh ja, der sieht gut aus. Ich glaube, den brauchen wir hier auch. Ja, dann habe ich hier noch eine Mähmaschine für die Steinfelder. Oha. Oh. Ist das nicht gefährlich? Oh. Ist das nicht Nee, gefährlich? nee. Nee, nee, das passt schon. Ja, eine Rapid. Eigentlich kennen sie sich da noch nicht. Was? Ach so, das Ding heißt Rapid. Nee, nee, kenne ich nicht. Ja. Ich kenne nur Das so einen ist. Rasenmäher zum draufsitzen. Den hatten meine Eltern immer. Ja. Ja, dann habe ich hier noch zwei Ballzangen, dann Ballen holen auf dem Feld. Hinten mache ich dann meistens die zwei Dinge dran. Okay. Und ja, vorne habe ich meistens dann den Frontlader oder wenn ich weiterfahre, dann nehme ich hier draußen den Traktor, den Profi. Nehme ich dann den und dann, weil der hat leider keinen Frontlader, dann mache ich vorne wo ich einen Ballen aufladen kann und hinten, wo ich zwei Ah ja. laden kann, wenn ich weitere Strecken fahren kann. Weil Also. der hier fährt 50 und deine fährt 40. Ah ja, okay. Können Sie mir mal sagen, wieso Sie immer so schöne Sachen an den Rollläden haben? Das ist Tradition. Ja, aber wissen Sie, wo das herkommt? Eigentlich nicht so wirklich, nein. Okay. Aber sieht immer sehr schmuck aus. Das Da gefällt können Sie mir. meine Eltern fragen. Ja, das werde ich mal machen. Ja. Oh, den Grill haben sie auch. So, hier habe ich noch eine Schaufel. Oh Frontlader. ja, ich. Hier noch eine Ballenzange für die Heu- und Strohballen, weil da kann ich ja reinstechen. So. Ja, hier noch ein Grill, ja, mal zu grillen, ja. Ja, können wir hier runtergehen? Ich nehme lieber den weiten Weg, nicht dass ich mir einen Fuß verknacks. Ja. Ja, hier haben wir so ein Wasserverteiler. Kann ich hier Wird dieses das Wasser Wasser? hier jeden Tag hochgepumpt oder wie nur nach Bedarf oder wie machen wir das? Eigentlich ja jeden Tag so, also ich mache immer meistens jeden Tag einmal dieses kleine Fass voll und ja, Ah ja, okay. fahre ich einmal hoch immer, ja. Ja, sonst hier habe ich noch einen Ladewagen. Da lädt man das Heu auf. Ja, ein Auto noch, hier noch ein Audi. Hier hinten habe ich eine Schneefräse, Schneepflug und einen Salzstreuer. Ah ja. Weil ich auch ja, Winterdienst mache. Ja, haben sie gesagt. Ja, hier drin Was habe das? ich noch. Ja, das ist ein Schwader, auch noch ein. Also der gleiche wie oben, der Bandrechen, so ein Schwader, aber der ist halt für hinten dran. Ah Ja, ja. da macht man das Heu oder das Gras in Bahnen und dann kann man das dem Ladewagen mit der Presse einsammeln. Okay. Ja. Ah Ja, ja, der und das, Bahn. das da, das kenne ich. Das ist dann die Presse. Ja, und das hier wäre dann der Wickler. Jo. Gut. Jo, dann schauen wir mal. Dann vielen Dank erstmal für die Führung. Ich würde mich jetzt ein bisschen ausruhen gehen. Ja. Und dann sehen wir uns morgen wieder, denke ich. Ja, würde ich auch sagen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne beim Black Beast 86 vorbei. Oder bei mir, Varuna LP. Erste Folge: Urlaub auf dem Bauernhof, beziehungsweise Leben. Leben auf dem Bauernhof. Jo, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben und bis morgen. Tschüss. Tschüss.